Gegen Real. Was ist? Real? Gegen Real. Nee, oder? Doch. Ja, ist bei mir Bagge jetzt. Lewandowski. Schweinsteiger. Alter. Was für eine Grätsche. Modric. Benatia. Hallo. Ja, der soll's nach oben gehen. Der ist auch nach oben gegangen. Nach oben, weiter oben. Warum springen sie drüber? Vom Torwart abgefälscht. Der Ball, er ist in der Hose. Das habe ich mich auch gefragt. Was hat er gemacht? Einfach drüber, Alter. Was soll ich machen, Alter? Ich habe gerade den Kreis gedrückt. Ich wusste, ich hätte Tanz veranstaltet da. Ich habe gesagt, es funktioniert nicht mehr. Doch. Du wirst es einfach nicht lassen, ne? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Schweinsteiger am Ball. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Alter! Na, oh, Junge! Das ist ja echt krass gewesen. Warum warst du denn zum Torwart, Mann? Warum warst du zum Torwart? War doch nicht schlimm. Lewandowski. War völlig legitim. Boah. Das finden die Fans gar nicht so witzig. Haut der voll rauf. Ja, der war gut eigentlich. Ja, aber das liegt auch ein bisschen an ihm. Der ist ihm schon versprochen. Oh. Benatia. Das sieht gefährlich aus. Schuss und... Ey. Der Junge geht mir auf den Sack, ich krieg sein ganzes Leben gleich. Oha. Jetzt kann der Torwart Abstoß. Seht ihr, zweimal schon wieder ein Tor sein können. Ja, dann muss er auch mal reinmachen da. Jetzt setzt er sich ein, jetzt kämpft er um den Ball. Cristiano Ronaldo. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Du hast so lange gewartet, ne? Ja, ich war alles besetzt. Alles besetzt. Auf seinem Lieblingsplatz, auf den Flügel. Lewandowski. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Was? Lahm. Na. Das gibt jetzt Theater mit dem Trainer. Riesig. Was war denn das für ein Geschmack? Das gibt jetzt Theater mit dem Trainer, ne? Lieber Herr gesagt, Verein, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Er schießt auch einfach nur drauf anscheinend, ne? Cristiano Ronaldo. Zwei Chancen, zwei Tore. Ja, wir zwei Chancen, natürlich nichts, ne? Jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal Toni Kroos. Ein weiter Pass. Kommt James Rodriguez daran? Abseits. Er ist einfach zu früh gestartet. Oh. Auf dem grünen Rasen erwartet uns mit Real. Na, da ist gar keiner, Alter. Wie viel Flasch seid ihr denn? Ich dachte, wir sind elf Mann. Bevor du spielst. In der Fußballwelt. Außer Schalke dort. Was? Mann! Wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Doch, du musst immer direkt A drücken, wenn er ankommt. Ja, genau, das geht damit, so damit ich nicht weiß, wo was ich ihn spiele. Ne? Eigentor fast. Siehst du? Geht doch mit dem Passen. Direkt so, pack, zack, siehst du's? Easy. Lewandowski. Aha. Robben.
Ribéry. Schweinsteiger am Ball. Gute Übung. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Von seinem Körper ins Aus. Aus dem Maus. Ich hab gedrückt, ich konnte nicht. Ja. Das geht so einfach, ey. Du nimmst den Ball immer erst an und dann passt du. Aber das geht auch schneller. Ach du Scheiße, ey. Den Ball gerettet. Hast du das gesehen? Was ist so? Hast du das gesehen mit dem Spieler? Ja. Der hat den Ball eigentlich war es ein Eigentor. Ja. Vielleicht hätte ihn ja der Torwart gehabt, wenn der Idiot nicht dran ging. Was für ein Tag für die Königin. Guck, hast du gesehen? Ja. Der hätte ihn, glaube ich, gehabt, der Torwart sogar. Alter. Tja, das sehen die Fans hier nicht so gern. Es muss Einwurf geben. James Rodriguez. Shit. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Und jetzt wird uns dieses schöne Tor noch einmal kredenzt, Buschi. Sieht gut aus. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Ich glaube, die Spannung ist schon halbwegs raus. Zur Pause steht es hier nämlich 3:0. Der Favorit wird sich freuen, aber die Zuschauer speziell die... Auf geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben eine Mannschaft mit einer komfortablen Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich taktisch verhalten. Geben sie weiter Gas oder schaukeln sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit. Jetzt sieht er ab. Er trifft nicht. Dum, 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 dum. Benzema. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Es ist, du musst besser werden. Er kann es. Achtung, jetzt! Was für eine klasse Tat. Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Ribéry. Flo, was machst du, ey? Zum Schwarzen? Ey, du läufst einfach zu vorbei, Mann. Gestartet. Abseits. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt.
wunderbarer Steilpass, aber leider kommt er nicht an. Benatia. Schweinsteiger. Sieht gefährlich aus. Er hätte Ball sofort machen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Cristiano Ronaldo. Philipp Lahm. Ja, entscheidet auf Einwurf. Jerome Boateng. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Benzema. Toni Kroos. Eine leichte Beute, so macht die Ball. Die Entfernung ist einfach zu groß, da ist der Ball viel zu lange unterwegs. Kein Problem für den Torhüter. Abseits. Der war. Ist einfach zu früh. Doch, das war natürlich abseits. Der obere nicht, ne? Der untere. Aber. Natürlich. Hilfe. Und Tor oder was? Was war das, Alter? Oh. Toni Kroos. Da, Modric. Genau auf den Keeper. Den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt 2 Tore können wir noch schaffen, ne? Ja, möglich ist es. Die Wiederholung des Tores von eben. Es gibt die gelbe Karte. Ribéry. Modric. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Guck mal hin! Unglaubliches Tor! Tja, was soll er da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlecht. Ganz klar. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Und auf der Linie gerettet. Torwart konzentriert sich auf diesen Eckball. Oh, schön blockiert vom Abwehrspieler. Lewandowski. Jetzt ist er durch. Die verstehen sich blendend. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Wenn da das Schiedsrichter geschafft nicht aufgepasst hätte. Der war ja frei, aber er stand im Abseits. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Ein weit und der Kopf, den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Ja, es gibt's doch nicht. Erster Preis, der Ball. Toni Kroos. James Rodriguez. Jetzt zieht er ab. Abgefälschter Ball und im Aus. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Und hier Cristiano Ronaldo. Ja, das kann doch nicht sein, dass die immer den Ball kriegen im Strafraum. Wir haben noch 100 Leute und die kommen immer dran. Wirklich einseitig die Angelegenheit heute, das muss man sagen. Jetzt warten im Prinzip beide eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff.
Genau da passt er vor, Alter, wenn ich mir ein Ohr juck, Alter. Jetzt gibt's den Abschluss. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Da können Sie jetzt einen Konter machen. Warum dreht er sich so bescheuert eigentlich? Robben. Versuch der Balleroberung durch Arjen Robben. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Was? War abgefetscht, oder? Sergio Ramos. Ich hab ja immer die Horrorvision, dass der... oh Mann, ey. Noch 5 Spiele. Die Liga ist schwer, ne? Endergebnis 4:1. Zur Saisonhalbzeit wird es immer klarer, welches Schicksal diesem Verein droht. Ja, im Moment.